Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen verschneiten Runde Minecraft. So, wir... Was macht der Hund da? Der Hund ist gerade ins Feuer gerannt. Oh nein! Schnell ausschlagen! Komm hierher! Und ich komm hierher! Hier? Ja, jetzt hast du mich wieder lieb. Und jetzt sitzt. Oh Mann. Der Hund hat auch Langeweile. Brennt er uns einfach halb ab. So, wir werden jetzt erstmal wieder Holz besorgen, ich weiß, aber wir wollen das Dach fertig bekommen und das andere Dach auch und dafür brauchen wir einfach ganz stumpf Holz. Wir könnten natürlich jetzt auch das Fichtenholz nehmen, aber unten müssten doch jetzt eigentlich normale Bäume gewachsen sein und die könnten wir eigentlich auf die Stelle mal weghauen. Und dann können wir schon wieder mit dem nächsten Haus anfangen, beziehungsweise ich möchte was ausprobieren und zwar möchte ich ein... Art Versuchslabor bauen. Und zwar haben wir ja festgestellt, dass man, oder ich habe festgestellt, oh Wunder, er hat endlich mal was festgestellt, dass man Schafe ja mixen kann. Also man nimmt zum Beispiel Weiß und Rot und daraus wird dann Rosa. So. So. Entschuldigung, meine Stimme. Das fand ich natürlich ganz klasse und wir müssen auch noch einen Hundezwinger bauen. Und deswegen habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt hier? Fichtenholz? Also möchte ich hier so eine Art Versuchslabor bauen und drumherum ein paar Zwinger für Schafe. Und das soll dann einfach so aussehen, als wenn da einer ist, der ist verrückt und der mixt halt die Schafe und ihre DNA und so. Obwohl wir im Mittelalter spielen. Das ist egal. Ja? Lasst eurer Fantasie freien Lauf. So. Ja, also so ein verrückter Wissenschaftler. Da müssen wir auch noch ganz viel Eisen sammeln, weil ich muss zwei riesige Eisenkanister quasi bauen, wo Wasser drin ist. Und einmal Lava und dann muss das einmal runtertropfen und das soll schon awesome aussehen. Hoffe ich jedenfalls, irgendwann mal. Und unser Fischerhaus und naja, es ist einiges, was gebaut werden muss. Arbeit, Arbeit. Das Gute ist, wir kriegen jetzt wieder genug Holz zusammen. Ich hoffe nur, dass unsere Axt das so lange mitmacht. Ansonsten haben wir noch eine zweite dabei. Natürlich nicht. Wie geht's noch schnell eine zweite Axt machen? Ja, und in diesem Labor werden halt alle möglichen Tiere auch zu finden sein. Unter anderem ein Schaf, Hunde, Golem. Obwohl vielleicht kein Golem. Ich meine natürlich kein Hund. Weil die sich ja gerne irgendwie da raus teleportieren. Aber alles mögliche Tier soll da halt drinnen warten. Und irgendwelche fiesen Tests überstehen müssen. Das wäre schon lustig, so ein Glas. Also so ein. Na, das meinte ich. So ein Glas und da sieht man ein Schaf und auf Knopfdruck wird der Boden weggezogen und das Schaf verbrennt. Das ist absolut abartig. Aber die Vorstellung allein. Ach je. Das ist wie so ein verrückter Professor halt. Irgendwo müssen ja die Enderman-Viecher ja herkommen, ne? Hä? Warum wird denn so hoch? Och Mensch. Unglaublich. Unkraut nennt man sowas. Unkraut. So, die packen wir mal dahin. Die werden wir gleich brauchen. So, so. Also, für Fichtenholz ist diese Art von Plantage nicht so geeignet, finde ich, mittlerweile. Aber für normales Bauholz ist das echt perfekt. Da kann man echt nicht meckern drüber. Wächst ja wie Hulle. Was ist eigentlich Hulle? Man sagt immer, ne, Hulle und so, oder ich kenne das. Aber was heißt das eigentlich? Außer, dass es dann heißt, dass es viel wächst und so. Okay.
Muss ich gleich mal Wikipedian, wenn ich dann nebenbei dann noch bei Minecraft gucke. Bei Wiki und so. Wiki weiß einfach alles. So. Jetzt werden wir unsere Bäume wieder anpflanzen, denn die brauchen wir. Zack. 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 Den wir auch noch mit. So. Ich habe mal offline in einer Welt habe ich mal so eine Art Plantage in der Hölle angefertigt. Und da Lava ist, ging das von der Helligkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nach dem Patch nicht mehr geht, weil Hölle ja irgendwie ungesund und so. Aber was war das gerade? Damals ging es. Man konnte bloß halt kein Wasser hinkippen. Das war jetzt der einzige Mist, aber ansonsten waren alle Möglichkeiten gegeben. Und dann habe ich quasi, man ist halt durch ein Portal gegangen und dann kam man in einem Wald an. War halt ein bisschen verrückt, fand ich. Auf eine coole Art und Weise. Weil einfach mal die ganze Hölle umbauen an der Stelle hat schon ein bisschen Zeit gekostet. Aber ich hatte massiv Langeweile über einen längeren Zeitraum. Und dachte ich, ach, jetzt baust du mal irgendwas, was die Welt verändert. Irgendwie. Ja. Verändert wurde jetzt die Welt dadurch nicht. Nur die Hölle sah halt ein bisschen komisch aus und es ist hier und da zum Waldbrand gekommen. Das hat man ja in einer der, ich glaube, in der zweiten Staffel hat man das ja gesehen. Da gab es ja diesen tollen Brand, als ich vom Haus aus Wasser runtergekippt habe. Das war ein Spaß. Aber halt ungesund für die Bäume. Und ähnliches passiert auch, wenn man das ja, allgemein in der Nähe von Lava macht. Dann kommt es hier und da mal zum Waldbrand. Nur, dass diese Bäume hier nicht wieder nachwachsen, sondern dann weg sind. Das wäre natürlich auch cool, wenn das mal brennt und dann verbrennen bloß hier diese ganzen Buschdinger und dann wächst das wieder nach. Das wäre mal interessant. Aber dann würde es wahrscheinlich Bugs geben, dass man so ein Haus wie wir gebaut haben, dass das plötzlich dann voller Grünzeug ist. Was natürlich dann wieder etwas uncool wäre. So, nochmal kurz durchrennen, ob wir da irgendwo was zu futtern finden. Ah, ein Apfel. So, okay. Jetzt können wir wieder hochgehen. Ja. Als nächstes kommt der Hundezwinger dran. Dann kommt. Das würde ich eigentlich jetzt gleich zeitnah machen wollen. Weil diese Hunde. Ich sehe schon, dass die irgendwie alle verrecken werden. Weil die irgendwie ins Feuer rennen und so ein Blödsinn. Und es werden auch immer weniger, wenn man mal genau drauf achtet. Ich habe so das Gefühl, dass es mal weniger werden. Und den Wald könnten wir noch ein bisschen wieder auf Vordermann bringen. Dann haben wir ja noch unser eines unterirdisches Häuschen. Dann. Ah, es gibt noch so viel. Es gibt so viel, was gemacht werden muss. Haufen Arbeit. Mal ganz kurz. Wie war denn das? Man könnte ja irgendwie so eine Art Blumentopf machen. Das sehe ich öfter in Creative-Welten. Und jetzt habe ich gerade überlegt, wie das geht. Aber mir fällt nichts dazu ein. So. Ach ja, wir wollten ja. Sir, wir wollen an Ihr Dach. Okay. Das Holz nicht, das Holz. Und dann machen wir so daraus. Und so, und so, und so. Und so. Und dann machen wir daraus das.
Und ja, das sage ich auch gleich. So. Kurz gucken. Das kommt ja noch weg. So. Kurz gucken. So und so. Bis hier mit der noch mit Holzka. Du kommst da nicht hin. Du bist da total fehl am Platz. Dankeschön. So und so und so. Ich sehe gerade, ist das jetzt nicht ganz symmetrisch? Hm. Na und wenn? Wen interessiert's? So, und dann fängt mich hier der Schabas an. Und zwar hier. Jetzt ja, zeig mir mal einen, der da hochgeht. So. Nur einen. Ja, das mit diesem Doppelklick, das ist da schon gemerkt. Das ist so eine Schwäche von mir. So, sieht doch schick aus. So, dann machen wir bloß das hier weg. Und dann kommt man hier draußen ganz fröhlich an. Haben wir noch vernünftigen Stein dabei? Haben wir auch noch. Wir können also rein. Warte mal, wir können rein theoretisch. Warte mal. Wir können rein theoretisch. So. Da hat man hier so ein. Obwohl, das sieht dann wieder blöd aus. Oder? Nö. Nö, eigentlich nicht. Oder ich hoffe, dass es nicht blöd aussieht. Ich weiß, jetzt ist das so, aber damit müssen wir jetzt einfach leben. Lalalala. Lalalala. Obwohl, hier können wir auch so ein Panoramafenster reinmachen. Wir können auch einfach hier runterfallen, das ist natürlich auch kein Problem. Also ich bin da ja total offen für sowas. Nee, 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 nee. So. Ich bin auch dafür, dass wir hier wirklich so ein Fenster einbauen. Und zwar dann eigentlich ab hier. Dass man, zack, wo haben wir es? Da ist das Inventar. Dass man quasi hier noch einmal so lang geht und dann ein riesiges, ein gigantonomisch quasi, obwohl wir können das dann auch gleich machen. Dann machen wir ein riesiges Fenster dahin. Erlaubt es, was gut aussieht. So. Und dann zählen wir bloß mal kurz ab, aber da haben wir. Dann setzen wir bloß da einen hin, dass das nicht zu. So. Sieht doch schick aus. Ich find's schick. So. Und jetzt. Jetzt muss ich bloß einen Weg finden, wie ich da wieder hochkomme. Ah, da. So. Übrigens, bei mir ist jetzt erst Silvester. Also. Jetzt erst ist falsch gesagt, sondern ich bin der Serka aus der Vergangenheit, der vergangenen Weihnachten. Nein, falsch. Also, ich habe ja vorproduziert und ihr seht jetzt, glaube ich, Folge 305, wenn ich das hier hochlade. Gegen Abend, also kurz vor Silvester, werde ich das dann noch hochladen. Jetzt macht doch nicht hier so einen Zicken. Oder ihr guckt gerade 304, das kann natürlich auch sein. Oder habt
Also ihr wisst, wie ich das meine, ne? In der Vergangenheit habt ihr zu dem Zeitpunkt, als ich das aufgenommen habe, 3 und 4 geguckt. Ah, Kapische? Nein, Gandalf. So. Also für mich ist jetzt erst Silvester heute. Und ja, mal gucken, wie der Abend wird. Bestimmt total lustig. Freue mich schon. Irgendwie. Ja, darüber freue ich mich auch jedes Mal. Also ich stürze total gerne irgendwo runter. Beinbrüche, das ist quasi wie so ein Hobby von mir. So. Aber das Haus ist echt schick, finde ich. Von der Größe her. Ups. So. So. Habt ihr das Knacken gerade gehört von dem Holz? Was ist das schön. Ich mag ja dieses Knacken von Holz. Also ich bin auch so ein Mensch. Mich kann man eigentlich fast immer zum Lagerfeuer bewegen. Außer natürlich ist es brütend heiß draußen, dann nicht. Aber sobald es halt etwas kühler ist und es heißt, hey, komm, wir machen Lagerfeuer, da bin ich eigentlich immer einer der Ersten, die dabei sind. Ich hack dann sogar freiwillig Holz. So, ich überlege gerade, eigentlich brauchen wir doch das hier gar nicht. Also hier diesen Vorsprung, diesen. Dann machen wir ihn einfach weg, würde ich sagen. Zack, zack und zack und zack. Und wir können nochmal zack sagen. Auch hier können wir zack sagen. Wieder einmal auf zack. So. Nein! Ah. So. Hier müssen wir auch noch irgendwas hin basteln. Eigentlich, wenn wir das da so gemacht haben, dann müssen wir das hier auch so machen. Oh je, oh je. Da habt ihr mir wieder was eingebrockt, so. Gebrocken. Kriegt ihr mal hier ein paar Brocken. Nein! So. Die Lebkuchen haben mich abgelenkt. Nehme ich jetzt als Ausrede. Bösen, bösen Lebkuchen. Dieser Monster. Das macht Minecraft mit Absicht. Um mich in meiner Kreativität irgendwie abzubremsen. Oder in meinem Wahnsinn. Das kann man sich aussuchen. Ja, auf jeden Fall, wir müssen halt noch so eine Art Labor bauen. Das muss so halb unterirdisch sein und halb, ne? Muss halt so ein bisschen. Warte mal, warum geht denn das so weit raus? Das kann mir jetzt auch keiner vernünftig erklären, oder? Ich will mal ganz kurz. So. Ach, wir sind schmerzfrei, wir können sowas ab. Unsere Knochen sind aus Gummi. Mal kurz, wir machen mal so und dann haben wir schon wieder alles aufgeteilt. So. Es wird schon wieder dunkel. Was ist das denn für Mist? Wir müssen ja noch unseren. Hier unseren Kerzen. Kerzenständer und dann unseren. Na. Kronleuchter. Den müssen wir noch dahin basteln. Der wird auch noch ein bisschen Arbeit dann kosten. Ob der dann sofort reingebaut wird, weiß ich noch gar nicht. Wo mit dem übrigen Holz. Also, es stapelt sich ja bei uns schon, sieht man ja. Ja, mit dem übrigen Holz könnten wir ja vielleicht Zäune bauen. Und ein paar Werkzeuge noch. Und dann schon mal wieder dafür sorgen, dass hier so ein bisschen Stimmung produziert wird. Ganz fertig wird das Haus natürlich nicht werden, das ist klar.
Ihr kennt mich, ich. Obwohl, nein, die Rohstoffe gehen voll drauf dafür, sehe ich gerade. Weil wir müssen auch das Dach zukriegen. Na, aus der Traum. So. So. Wie kommt eigentlich das Huhn hier rein? So, jetzt gucken wir mal, wo kommt denn dann der Kerzen. Ich will mal Kerzen sagen, der Kronleuchter. Der Kronleuchter müsste dann ungefähr hier hin. Dann würde ich sagen, den hängen wir da schon mal hin. So, wo haben wir das Holz? Da haben wir das Holz. Und. Nein! Na, das wollte ich gar nicht. So, da kommt dann der Kronleuchter hin. Rohstoffe haben wir ja en masse. Uns geht es ja gut. Naja, ich hoffe es jedenfalls, dass es uns gut geht. Und so. Und so. Habe ich schon so gesagt. Die restlichen Sachen behalten wir noch für Spitzhacken und so einen Schmarren. So. Schon wieder ein so. Kann man das nicht mit einer Schnur oder so machen? So und so. Ja, jetzt dürfen wir erstmal hier in die Höhe bauen. Ach je. Woher weiß Minecraft das? Genau das wollte ich machen. Allerdings erst später. Was tun da? Na egal. So. Wenn ich da jetzt Kerzen. Hab ich überhaupt Kerzen? Oh, wir haben. Oh, zwei Stück gleich. Jetzt übertreibt hier nicht. Ja, ihr. Fordert mich hier schon wieder mit. So. Nee, ich glaube, wir brauchen noch eins. So. Und dann kann man die mich da hinsetzen. Und nicht da. Da. Und man kann natürlich auch runterfallen. Ob das jetzt professionell ist, kann ich euch noch nicht sagen. Das beurteile ich mal erst später. So. So. Jetzt könnten wir natürlich noch Steine hinsetzen, so. Und so. Und dann wären wir, voilà, wir wären fertig. Mit unserem Kronleuchter. Der mit seinem Licht hier alles einigermaßen hell hält. Hell, 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 hell.
Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. So, dann hoffen wir mal, dass hier keine Zombies irgendwie dann später meinen rumwuseln zu müssen. Ansonsten muss ich das hier nochmal irgendwie... Ne? Warte mal. Ich habe noch mal eine kleine Idee. Das rupfen wir jetzt hier mal ganz ungeniert weg. Dann haben wir nämlich... Und dann möchte ich... Ich möchte nur mal gucken, ja? Nicht gleich schlagen, ja? Nicht, vor allem nicht ins Gesicht. So... Dafür kriege ich jetzt gerade nichts. Das hat er jetzt von sich aus gemacht. So. Und jetzt kann man nämlich voila noch eine Fackel befestigen und kann hieraus zum Beispiel eine Küche bauen. Ich würde schon sagen ein Schlafzimmer, aber so. Abgesehen von den Scheiben, die kommen später, ist dann hier unser Werk vollbracht. Und ja gut, die Decke fehlt noch. Nur das können wir noch nachholen im Verlauf. So, so, so und so. So, bevor ich jetzt aber weitermache am nächsten Haus, meine ganz kleine Aufnahmepause und bin dann gleich hier für euch da. Tschüss. So, und nach einem kleinen Schnitt geht es sofort weiter. So, und was machen wir jetzt? Das wollte ich eigentlich so lassen. Sieht das beknackt aus mit diesem gelben Hemd? Was aus Gold sein soll. Puh. So. Wir schließen erstmal die Löcher hier wieder, weil wir haben jetzt nicht genug, um das alles zu schließen mit Holz. Allgemein haben wir einen gewissen Holzmangel. Das kommt von der schlechten Ernährung. Ja. So. Oh, ein Halbmond. Okay. Dann schauen wir mal. Hier sollte der Tunneleingang hin, ne? Dafür brauche ich also das hier, weil der soll ja natürlich nicht plupp einfach... Obwohl, eigentlich müsste er stumpf im Berg reingehen. Warte mal, wie breit ist denn der dann? Der Eingang müsste dann, wenn der Tunnel ungefähr so breit ist, 4, dann muss der Eingang ja auch 4 breit sein. Habe ich recht oder stimmt? Ich möchte mich mal kurz da hineinarbeiten. In die Materie quasi einarbeiten. Ich sehe schon wieder, dass uns da ein bisschen... Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, aber ist auch in Ordnung. Ist so wie bei mir Reflex, diese Taste zu drücken, dass man alles gleichzeitig abbaut. Also, ne? Oder kombiniert. Ah, okay, hier kommen wir also raus. Das heißt, das können wir schon mal zumachen. Ja. Na, das war ein Traum. So.
Warte mal, wo sind wir denn hier gelandet? Warum ist denn das hier so breit? Hey? Ah. Ah. Ich sag, ah, die Kuh macht Mu, das ist in Ordnung. Ja, man muss ja erstmal sich quasi in das System einfinden. Nur oberirdisch sieht man das nicht, dass hier noch eine Mauer ist. Und dann können mich hier links und rechts schon mal eine Fackel befestigen. Und, warte mal, ich möchte was schauen. Ich schau mal, what? Hm. Ah, okay. So, also. Der Weg soll ja auch breit sein. Und geht bis hier dann. Quasi. Ja, ich muss erstmal so eine Art Gerüst bauen. Damit ich dann weiß. Sind überhaupt Manze eingeschaltet? Nee, ist doch friedlich. Das tut mir jetzt leid. Ich war nicht der Letzte am Rechner. Ich kann mich rausreden. Aber wir hatten jetzt wir waren ja in keiner Höhle oder so. War ja nur am Bauen. Dann interessiert das ja keinen. Oh doch, oh du Verräter. So. Mö. Was geht denn das? Da müssten ja 4 Blöcke sein, ne? 1, 2, 3, 4. Ja. Na Leute, wenn wir richtig Spaß dabei haben beim Ausgraben unseres Weges hier. Weil das mich auch 1, 2, 3, 4 breit. Ja, genau. Macht euch bereit auf ganz viel Spaß, Spannung und viel Erde und Steine, die wir hier durch die Gegend schleppen. Mann, wird das wieder aufregend. Ich platze fast. Ja. So. Wir können schon mal ein bisschen anfangen. Und gleich ist übrigens der Spaten kaputt. Tja. Ich wollte mich das eine Mal bei Next Uri Geller anmelden, bloß ich war noch zu jung. Und ich habe damals noch kein Minecraft gespielt, um halt wirklich abschätzen zu können, wann die Sachen einfach mal die Hufe hochreißen. Aber jetzt habe ich langsam drauf. So. Entschuldigung, ich musste kurz niesen und habe deswegen das Headset hochgeklappt. So. Ich weiß nicht zu verzeihen und so. Und hängt ihn und lyncht ihn. Und so. Ich überlege aber, ob ich das alles dann in so eine Etage tiefer setze. Ja. Also, dass man quasi noch eins weiter unten läuft. So. So, 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 so. Und Eisen. Kohle. Eisen. Nö. Und dahin geht's weiter. Perfekt. Also aus meiner Sicht.
So. Ich habe überlegt, da wo Stein ist, da lassen wir jetzt einfach mal Stein in der Wand. Das können wir später ausbessern. Dann sieht das auch so ein bisschen gewollt aus. So. Und jetzt überlege ich, ob ich jetzt hier so ein kleines Art Häuschen hinsetze. Weil hier führt ja auch die Straße vorbei. Also die Straße soll ja. Warte. Jetzt müssen wir erstmal die Straße weiterführen. Das ist natürlich richtig klasse. Also wird er hier so vorbei und die Schaufel wird gleich den Geist aufgeben. Ja, wir graben uns jetzt einfach mal nur so, ne? So voran. Weil da könnte man ja noch was hinbauen. Und das möchte ich jetzt nicht irgendwie nehmen lassen. So. Verdammte Axt, also verdammte Schippe. Na, die paar Meter schaffen wir mit der Hand. Warte mal. Das geht dann hier vorbei. Ja. So. Ja, eigentlich wollte ich bloß ein bisschen vorstechen. Aber. Jetzt übertreibe ich schon wieder. Okay. Das heißt dann quasi hier kommt man hin und dann ist dann der Tunneleingang. Ja, wenn wir das alles von Hand machen, das ist natürlich blöd. Keine Baumaschine, ey. Was? Achso, wollte schon sagen, wir haben keinen Stein mehr. Unrealistisch. So, dann macht man es natürlich so. Und dann überdacht man das Ganze mit Erde. Ich merke gerade, dann kann man das eigentlich wieder wegmachen.
Und so und so und so. Mal wieder. Und dann macht das auch einen mehr oder minder Minecraft-typischen Eindruck. Ja. Juhu, Zombies verprügeln. Und Dankeschön. Die Firma dankt. Ja, und dann haben wir hier unseren Eingang in unsere. Ja. In unser Reich quasi. So unterirdisches. Alles hier Materialermüdung. Nur Fusch. Nur Fusch am Bau hier. Ist wirklich traurig, sowas. Na, jetzt können wir endlich wieder ein bisschen arbeiten. Diese Hallen sind in den groben Fels des Landes geschlagen. Ja. Wäre natürlich lustig, wenn man irgendwie. Na? Wie heißt das? So eine Art Aufzug nach oben hätte, zu den Kühen, dass man immer so plötzlich zwischen ihnen auftaucht und sie dann einfach niedermäht. Oder mit Niedermut in dem Fall, ne? So, so und so. So, hier geht's ja nicht allzu weit, da kommt ja dann einfach mal die Treppe. So. Und wenn man da unten rumläuft, dann ahnt man ja eigentlich nichts. Rein gar nichts. Und wie gesagt, meine Idee wäre, dass man dann nochmal so eine Etage tiefer geht einfach. Also hier so den Steineingang und dann geht man, weil wir noch irgendwo Steintreppen rumliegen haben, kommt hier so eine Art Podest noch drinnen hin. So. Na komm schon. Und dann kommt eine schöne breite Steintreppe nach unten. Und wir da ganz entspannt runtergehen können. Dann können wir mich hier auch eine Decke reinziehen und dann. Ja. Dann können wir mich hier arbeiten. Ich hatte ja gesagt, wir können auch endlich mal eine Decke einziehen, falls wir es wollen. Aber das ist uns natürlich nur gegeben, wenn wir ein, zwei Blöcke nach unten gehen. Ich würde sagen, wir gehen dann sogar noch ein, zwei da runter. Einfach um 100% in dem. Ja, so gesehen unsere Ruhe zu haben. Also wenigstens bis hier. Dann können wir hier noch was hinsetzen und dann ist da wirklich Ruhe. Okay. Das sieht doch schon mal schick aus. So. Klaust du schon wieder einen Block? Können wir ein paar Kühe mal hier zur Fortpflanzung animieren? Ach ja, das ist wie früher. Da gibt es den Leuten ein bisschen Gras und schon springen wir einander, aufeinander rum. Mehr habe ich nicht. Hey, hallo. Naja, und ein paar EP bekommt man davon ja auch.
So. Gut. Jetzt wird es jetzt mal spannend auf die letzten paar Meter. So, was können wir denn rausschmeißen? Wie wär's denn damit? Okay, und jetzt können wir noch ein paar Kartoffeln anpflanzen. Und dann sind wir auch schon wieder so ziemlich am Ende der Folge. Mal, machen wir mal so. Miau. Miau, miau. So. Und dann können wir auch für... wie hieß er? Penelope, haben wir ja unser Schwein getauft. Können wir für Penelope auch einen Partner suchen? Endlich. Ha. Das läuft natürlich richtig gut, wie ich finde. Und jetzt, ja. Wir haben sogar einen Hundi, der aufpasst. Sehr schön. Schneemänner werden wir dann auch noch später haben. Mal kurz gucken, ob wir noch irgendwo Glas haben. Nein, aber wir haben noch genug, um unsere Tiere zu beglücken. Das hört sich total falsch an. Ey, ich habe ein bisschen Gras in der Tasche. Willst du vielleicht mal ein Schaf beglücken? Das nehmen wir jetzt auch mal mit. Jetzt endlich mal. So. Raus mit dem Dreck. Ja, so machen wir das. Und da es hell wird, müssen wir auch keine Angst mehr vor irgendwelchen Tieren haben. Ja. So, was wollte ich eigentlich machen? Ah ja, genau, ich wollte... Eigentlich wollte ich ja was für die Hunde bauen, aber ich verstecke jetzt nochmal die Kuhwiese. Weil ja ständig irgendwer ausbrechen muss. Das sieht aus wie Jurassic Park hier. So, hier. Dann kann ich die zwar nicht mehr von draußen, ja, quasi zur Zucht zwingen, aber... Aber vielleicht bricht dann auch keiner mehr aus. So. Aber euch könnt ihr mal dazu bringen, dass ihr euch mal wieder fortpflanzt. Ich guck von der anderen Seite. Mal gucken, was passiert eigentlich jetzt, wenn ich das weiße Schaf mit dem rosanen Schaf kreuze. Kommt bestimmt wieder ein rosanes bei raus. Du und du. Und. Und noch ein rosanes. Aha. Aber das rote Schaf gibt es gar nicht mehr. Doch, da ist es. Ach ja. Das rosa setzt sich durch, das ist dominant. Sag mal mäh. Falsch. Sag mal mäh. Falsch. Noch irgendwer, der beglückt werden möchte. So. Okay. Okay, okay. Dann müssen wir als nächstes noch ein paar Kühe mit dem Wheat bewerfen. Und dann sollte es eigentlich... Hier, Kuhhäute zu verkaufen. Kuhhäute.
frisch von der Kuh geschlagen. So. Also so muss man sich fühlen, wenn man berühmt ist. Mein Gott. Ist schon die Gamescom oder was? Menschenmengen oder überhaupt Mengen. So. Und jetzt können wir noch ein bisschen unser Schwert stumm schlagen. Wir haben ja schon gemerkt, wenn hier zu viele Kühe sind, dann werden die schon rausgeschmissen quasi. Und schon haben wir wieder Level 10 erreicht, das ist doch schön. Oh verdammt, da muss ich die Axt nehmen. Tut mir leid. Oh. Okay. Und dann ist mir noch aufgefallen, rein theoretisch müssten wir noch um das Kuhgehege mit Schnee arbeiten. Aber wir haben gar keine Holzsticks mehr. Aber wir haben irgendwo noch eine Spitzhacke, sag ich schon. Wir haben bestimmt, irgendwo haben wir noch was, oder? Schnee haben wir. Ah, ich will das nicht alles von der Hand machen. Oh. Kies. Wir könnten mal Kies mal wieder arbeiten. Wir könnten mal unser Projekt weiterführen. Da noch irgendwas Unsinniges? Nein, so unsinnig auch wieder nicht. Das könnte ich mitnehmen. Okay. Okay. Dann noch was? Oh. So. Wir könnten ja schon mal eigentlich hier mit anfangen, oder? So. Ja, dann haben wir schon mal hier wieder einen Teil so gemacht, wie er sein soll. Kurz gucken. Ich weiß, da kommt jetzt kein Schnee hin, aber ich möchte es trotzdem so machen. Soll ja ein einheitliches Bild sein. So. Jetzt fällt es auch gar nicht auf. Da bin ich etwas eigen. Da schon gemerkt. So. Da müssen wir noch irgendwas uns einfallen lassen. Stimmt, da war ja irgendwo noch ein Hohlraum.
Aber auf die paar Minuten schaffen wir das noch hier ein bisschen was zu reißen. Also die 30 Blöcke wären wir noch los. Das ist natürlich dann nicht so ganz so schnell, wie es eigentlich sein könnte. Aber wir wollen ja spielen und genießen und nicht durchrushen. Hat so ein bisschen was von so einem Knast, ne? Noch eins oben draufsetzen, vielleicht mit diesen Metalldingern, so stacheldrahtmäßig. Damit die Kühe auch ja nicht abhauen können. Mill. Ich bin echt froh, dass es sowas wie Jahreszeiten nicht gibt. Also eigentlich würde ich es ganz cool finden, aber ich stelle mir vor, ich baue hier vieles aus Schnee und das würde dann alles wegfließen. Das wäre ein bisschen doof. Ach, sie wirken so glücklich. La 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 la. Und dann sieht es da schon mal wieder ein bisschen schöner aus. Und jetzt können wir anfangen mit dem Kies. Da meckert die Regie schon, dass unsere Zeit eigentlich fast abgelaufen ist. So. Und so, so. Obwohl die Aufnahmen gleich zu Ende sind, machen wir noch ein bisschen was weiter. So. Das wird radikal, also wieder. Nochmal so hier. Ah, gut zur Lücke. So. Mäh. Alles ein bisschen ausgetrampelt. Ich hoffe, das stellt auch richtig schön zu. Und so und so. Hier und da. Da wird schon wieder gemeckert im Hintergrund. Wir sind gleich fertig, wir sind gleich fertig. Keine Sorge, keine Sorge. Na, fast das Falsche gegriffen. Wäre natürlich schön, wenn wir so viel noch hätten an Kies, aber der Kies ist leider fast schon alle. So, jetzt bauen wir hier noch Kies. Haben wir leider nicht. Obwohl, könnten wir uns eigentlich irgendwo noch rausnehmen, oder? Ja, so. Ja. Zack, zack. Und an einer Stelle müssen wir noch. Ja, den raus. Ich mochte ihn nie. So.
Das muss noch bleiben, damit wir hier fertig bauen können. Hat er ein Enderman was geklaut? Ja. War das nicht noch vor kurzem komplett? Nee, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Naja. Dann würde ich sagen, wir beenden jetzt die Aufnahme und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder mit dir zum Beispiel und mit dir, mit dem Schild und auch natürlich euch, die da alle vorm PC sitzen und ganz brav gucken. Also dann, tschüss.